Hallöchen Leute, hier soll der Sachse und wir werden heute was anderes machen, was Chilliges und was Tolles. Wir reden über ein harmloses Spiel. Weitere Infos nach dem Intro. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Hallöchen Leute, hier soll der Sachse und ja, bevor wir ja für dieses Video an. Ich muss nur noch mal was vor Video was sagen, wegen letztem Video. Dankeschön, ihr habt echt nicht so kritisch bewertet, wie ich habe gedacht. Ich habe gedacht, bekomme ich 3 Downs nach unten und ich habe 3 Downs nach oben bekommen und 1 nach unten. Da bin ich verdammt dankbar bin euch. Ich habe gedacht, viel schlimmer werde. Ja, das ist echt Hammer. Und zweitens, welcher hat mir auf Kommentar bekommen? Ja, werde nicht ausgeblendet, weil das wurde, diese Abonnent hat mir auf der Steam gefragt, ob ich bin Homo, weil ich habe dieses Video gemacht. Nein, ich bin kein Homo, keine Sorge. Ich wollte das machen, weil hat mir geklingt sehr interessant. Deswegen habe ich dieses Video gemacht. Und immer gibt es diese Mobbing wegen die Homosexuelle, deswegen. Und ich wollte meine Meinung nur sagen. Ich bin nicht homo, keine Sorge, ich bin hetero. Das wollte ich alle sagen, dann fangen wir mir jetzt in dem Video an. Heute wir reden über Montaro. Ich denke, hey, Montaro, was ist das für Scheiße? Wenn ihr das schaut, auf den Steam, irgendwo Montaro eingibt, dann zeig euch ein Hündchen, wo wir das Spiel, ein Hundespiel. Ein erster Eindruck, oh, wie süß, wie toll. Ich habe zu diesem Spiel 3 Argumente zu den Hersteller. Oh, denke, oh scheiße, irgendwas will ich jetzt sagen, shit. Scheiße. Ja, ersten Punkt, kennt ihr ja diese Herzen von Zelda? Nicht auf der Zelda, wo dann zeigt eure Leben. Gell? Wie schön, gell? Und wenn wird ihr getroffen, verliert ihr sein halbes Leben. In diesem Spiel ist es das Gleiche. Nur statt der Herzen sind ein weibliche Unterhosen. Was zur Fick hast du dir daran gedacht? Meine fucking Fresse. Ich denke, ja, okay. Ich habe gedacht, schlimmer geht nicht. Als diese Unterhosen leben. Es schlimmer geht nicht. Aber das Spiel ist schon schwer und ist schon gut, finde ich. Gemacht. Schlimmer geht nicht. Doch, geht noch schlimmer, bitte. Es geht noch schlimmer. Zweiter Punkt wird noch kritischer. Wenn du laufst, spielst du schon, musst du springen, ausweichen. Meine Textur ist so heftig. Denkst du, dass es kannst vorbeigehen, aber du rammst genau auf die Barrikade und verlierst du sofort. Wenn verlierst du deine Unterhosen zu viel, wie bekommst du den, kannst du den voll bekommen? Es laufen immer weibliche Passanten. Manche denken vielleicht, ey du, glaubst du, meinst du nicht das, was ich denke? Genau. Wenn der Passanten läuft und du rennst, bist du vor dem Passanten, musst du springen. Und klaust diese Passanten Unterhosen. Was zum Fick? Hund. Ein harmloser Hund. Ah ja, genau, der. Ganz harmloser Hund. Klaut Passanten, weiblichen Passanten, Unterhosen? Wie krank ist das denn? Schlimmer war, glaube ich, geht nicht. Nein! Ja, das ist echt krank, finde ich. Was hast du dir daran gedacht? Und komm noch besser! Wenn gehst du auf Steam und schau immer, nimm so Videos, Bilder von dem Spiel und nimm Beschreibung von dem Spiel. Alter, ist das fucking ernst? Ist das fucking ernst? Wenn ich habe damals gelesen, weil ich habe das bemerkt, dieses Video von deinem YouTuber, ich weiß nicht, wie der heißt, ich konnte sein Video nicht mehr finden, habe ich heute versucht, nur andere. Verlinke ein Let's Play, dann könnt ihr es sehen. Und der
Beschreibung steht, dieses Spiel wurde gemacht, um dein Herz zu heilen. Ja, alles klar, zu heilen, mein Herz, wenn meine Frau hat mich verletzt, ich kann dieses Spiel mein Herz heilen, wenn meine Frau hat mich betrogen, ist ja klar, mit Unterhosen. Mit Unterhose, wenn Klaus den Hund den kann. Ja, wenn sie ist niedlich, ist okay. Aber nein. Und ich denke, sollte dein Herz heilen. Dein Herz. Meinst du Mädels oder Männer? Wenn meinst du weibliche Personen, dann hast du dich geknackt. Das geht gar nicht. Du meinst mehr auf den Männer. Da muss stehen, es werde männliche Herzen heilen. Dann werde alles klar. Aber nicht dein Herz heilen. Wenn es schaffst, dein Herz heilen, das meinst du für alle Personen. Oh mein Gott, tut mir leid. Aber ich musste über diese Videospiele sagen. Aber Preis ist Hammer, finde ich. Stadt ist so ein bisschen pervers, dieses Spiel kostet echt verdammt wenig Geld, wie ich wurde. 99 Cent. Ich weiß, ich mache Werbung, aber mir scheißegal. Ich wollte es loslassen. Krankes Spiel geht nicht, gell? Und das ist, ich glaube nicht, ab 18 sogar. Jo, alles klar. Unterhose, Hund klaut. Super. Leben, Unterhosen, geil. Und den Text ist noch Hammer. Oh. Nein. Oh. Dieses Spiel macht mir. Wer hat mich mitbekommen über dieses Spiel? Hat mir so fix und fertig gemacht. Wenn ich habe Video. Solche Geschichte. Gesicht habe ich gemacht. So Leute, heute war ein bisschen kurzer Video, okay, vielleicht gleich lang, aber heute kommt es kürzer. Ich wollte nur sagen, wie war es mein Spiel. Manche Spiele sind gut, manche schlecht, manche sind gut pervers. Ein bisschen zu viel. So Leute, das war's von mir. Und wir sehen uns nächste Woche. Ah ja, nächste Woche gibt es kein normales Video, weil jetzt werdet ihr das schauen. Ich werde am Gamescom. Und nächste Video werde mit den Folgen von Vlog auch von Gamescom kommen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüssi. Ciao.